Mein Name ist Lavinia Franke, ich bin die Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen. Die Stiftung Niedersachsen hat zu Beginn letzten Jahres das Programm LINK auf den Weg gebracht, in dem wir uns im weitesten Sinne mit etwas so Schönem wie künstlerischer Zukunftsforschung beschäftigen wollen. Also wir erwarten davon, dass die Szene sich überhaupt mal mit diesem Thema befasst. Das ist ja nicht selbstverständlich, das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen fremd, weil wir Kultur immer noch sehr stark als analoge Erfahrungsräume wahrnehmen. Und das ist ja auch sehr gut, weil die Zeit, die es da gibt, die Muße, die Auseinandersetzung, das ist etwas, was sich nicht verändern soll und was ein großer Vorteil von künstlerischen Erfahrungsräumen ist. Und trotzdem sehen wir, dass diese neuen Technologien eben mittelfristig auch die Kulturschaffenden und die Kulturinstitutionen stark beeinflussen werden. Und insofern möchten wir, dass die Szene sich damit befasst und schaut, was kann überhaupt für die eigene Arbeit nutzbar gemacht werden. Und das ist der Hintergrund für dieses Programm. Bei der Tagung im Mai werden wir erstmal Grundlagen legen, weil wir auch in der Vorbereitung des Programms festgestellt haben, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was eigentlich künstliche Intelligenz ist. Also erstmal das Wissen herstellen an einem ersten Tag und einem zweiten Tag dann in Workshops die Gelegenheit geben, mit Künstlern ins Gespräch zu kommen, die diese Technologien schon benutzt haben. Und insofern ist es eine erste große Auftaktveranstaltung, die erstmal dem Sondieren des Themenbereichs dient. Die Stiftung Niedersachsen ist eine Landeskulturstiftung. Das Land Niedersachsen ist ein Flächenland mit sehr unterschiedlichen Regionen und die Bedürfnisse der Kulturschaffenden in Hannover und in Tosterglope können sehr unterschiedlich sein. Und das ist natürlich etwas, worauf wir uns zunächst mal beziehen und dem wir uns verantwortlich fühlen. Trotzdem ist der Begriff Innovation für uns ein wichtiger Begriff. Der ist ja oft ein bisschen vage. Wir verstehen ihn so, dass wir sagen, bitte beschäftigt euch mit der Zeit, die euch umgibt in jeder Hinsicht. Also die Musik der eigenen Zeit, das Theater der eigenen Zeit, die Themen, die momentan relevant sind, das ist für uns wichtig. Und in diesem Kontext, also immer die Verbindung zu schaffen zwischen Schützen dessen, was es gibt und was wir erhalten wollen und Impulse reingeben, damit neue Gedanken, neue Projekte entstehen können. Das ist der Spagat, den wir da wagen und den wir suchen. Und in diesem Sinne, ja, fühlen wir uns natürlich der Innovation immer auch verpflichtet. Ich glaube, es gibt zwei Herausforderungen. Das eine ist, das Thema wirklich zu beziehen auf den künstlerischen Schaffensprozess. Das ist ja etwas anderes, als zu sagen, ich arbeite an bestimmten Strukturen im Museum, es geht mir mehr um organisatorische Dinge, es geht mir, sagen wir mal, eher um das Funktionieren des Apparates, sondern sich wirklich zu fragen, was ist mit dieser Frage von Urheberschaft, von Schaffensprozess, also die eher ethisch-moralischen Fragen in den Blick zu nehmen, die ja viel schwieriger sind. Und ich glaube, das ist die eine Herausforderung, sich dem wirklich zu stellen. Die andere Herausforderung ist aus meiner Sicht, dass man weiter eben dem, was man kann, traut. Und Kunst und Kultur sind eine Schule der Wahrnehmung immer, aber für den Rezipienten auch eine Schule des Selbstbewusstseins. Also dahin gehen zu können und mich auf das zu verlassen, was ich sehe. Und wenn wir jetzt mal in der bildenden Kunst bleiben, nicht erst das Schild neben dem Werk zu lesen, sondern mich erstmal darauf einzulassen, was sagt mir denn das, was da an der Wand hängt? Ich glaube, diese Räume, die ich vorhin als analoge Erfahrungsräume bezeichnet habe, die weiter als etwas Wertvolles zu begreifen und denen auch zu trauen, obwohl ich mich mit dem anderen beschäftige. Ich glaube, das ist die Herausforderung.